brauchst du deine Hände als Ansprechen, sondern wirklich nur als Vorgabe. So. Und dann muss ich lieber, bevor du jetzt still hältst, einfach sagen, hey, wieso lässt du mir deine Hände nicht? Weißt du? Ja. Und wenn du alle fünf Meter so machen musst, lässt du dir deine Hände nicht. Verstehst du? Ja. Und dann lässt du dir auch deine Selbstständigkeit nicht. Das heißt, bevor ich dann immer so ein bisschen halbsäulen gegenhalten muss, lieber einmal sicherstellen und sagen, Moment, mein Körper brauche ich für mich. Ja? Und das ist wichtig, dass du dich da draus sagst, weil erstens so, dass er ganz leicht ist, aber dann auch sie deine Hände beeinflusst. Ne? Und dann musst du sagen, hey, mein Körper braucht ich für mich. Jawohl. Und was halt echt gut ist und wichtig ist, ist tatsächlich nie im Vorderkennen zu bleiben. Man muss das jetzt einfach mal zu sagen, okay, wie ist er? Und wenn ich jetzt merke, okay, ist er nicht locker genug für um das zu fordern, dann bevorne ich, oder will ich auch nicht sagen. So schwierig. Das, was jetzt sich richtig anfühlt, fordert wir. Nicht das, was gestern war, was vorgestern war, was morgen sein könnte. Na? Wenn du jetzt deinen Körper spürst, wenn du jetzt deinen Körper spürst, ist das die Information, die für jetzt und für heute entscheidend ist. Und nicht wie liefer gestern und wie sollte er vielleicht laufen morgen oder sonst was. Weißt du? Ja. Genau. So einfach wirklich dieses Gefühl. Was sagt mir mein Körper über seinen Körper? Genau, locker bleiben und nochmal. Würde ich direkt nochmal locker durchführen, aber nicht verkrampfen deswegen. Also das ist auch wichtig, ne? Das stresst mich nicht. Nochmal hoch und nochmal, aber nicht dann so, okay, jetzt muss es noch besser sein. Also auch gar keine Verbesserung. So, einmal abfahren, dann läuft das okay, ein bisschen sortierter, nicht so hektisch. Ein bisschen konzentrierter, ein bisschen kompakter. Genau, jetzt kommen wir weg. Kompakter. Genau, ein bisschen runter, nicht so gerade machen. Jetzt ist doch wichtig, den Körper zu spüren und nicht galopp vom Kopf zu haben, oder? So, Körper spüren. So. Ja? Aber hättest du jetzt das Angaloppen mit mir gefordert, wäre es wieder kacke gewesen. Ja. Aber das kann man ja spüren. Was sagt dir der Körper? Wie reagiert der Körper? Genau. Wollte sich doch mal wieder auf, dass er seinen Rücken einsetzt, dass sich wirklich Mühe gibt, auch im Rechtsrum und nicht nur, wenn du eben leicht nach außen stellst. Wie sieht es aus im Rechtsrum? Ist er trotzdem trotz Rechtsrum auch in der Schulter beweglich? Ist die Wirbelsäule beweglich? Ist der Körper beweglich? Ja, im Jetztsein ist so schnell ausgesprochen, so einfach gesagt. Und im Jetztsein heißt eben sich jetzt spüren, das Pferd jetzt spüren und daraus die Schlüsse und das passende Training ableiten. Und nicht so diese. Ja, okay, locker ganze Bahn, locker. Ja, locker, komm, locker ganze Bahn. Das ist kein Training. Aber das ist keine passende Idee, sondern das ist ein Ergebnis. Ja. Ja. Machen wir gleich nochmal auf Galopp und im Galopp nimmst du jetzt dieselbe Zeit. Ne? Dass du im Galopp genauso einfach. Und das ist tatsächlich. Das hört sich jetzt doof an, wenn wir jetzt nur mit Dressur reichen lassen. Aber das ist schon gestresst bei dir. Gefühl, ne? Ich nehme doch die Zeit, sag, okay, lass mich, bevor ich jetzt losreite, ne, und hier gleich die Aufgaben stelle, lass mich doch das Bild erstmal spüren. Lass mich doch erstmal gucken dabei. Verstehst du, ne? Und dann ein bisschen zustellen, würde ich sagen. Ne? Ja, cool. Lass mich das Bild erstmal spüren, bevor du die Aufgaben stellst. Aber wenn du erstmal 20 Aufgaben stellst, und dann vor das Gezieht schalten, dann vor das Gezieht kommt und nicht vor und zurück, ist auf jeden Fall gut. Verstehst du, Mann? Ja. Vor und zurück ist auf jeden Fall gut, ja? Aber vor und zurück ist nicht auf jeden Fall gut, wenn er zum Beispiel noch unkonzentriert gerade ist und du jagst ihm einfach vor und zurück. Genau, die Hände ganz, ganz fein und leicht tragen und sagen, ein bisschen am Hinterbein wäre gut, ein bisschen gebogen wäre gut. Na, den Rücken ein bisschen einsetzen, ein bisschen abfahren, sagen, ja, ein bisschen, aha, lass uns nehmen, wenn wir mal ganz gut. Jawohl, so, bitte. Das spürst du dann. Ja. Und das spürst du dann einfach nicht. Was auch, wenn du das als was jetzt gestern zum Beispiel passt. Gut, perfekt. Dann haben wir ja erst die Bank. So, dann würde ich dir sagen, hey, jetzt, und jetzt nicht die Dinge, die wir uns reiten lassen. Das interessiert halt gar nicht. Gut. Das ist wieder vernünftig. Das ist super, dass wir das jetzt auch gleich auf dem Video, du wirst einen unfassbar riesen Unterschied sehen, jetzt bevor wir das besprochen, vor der Wolke und danach,
in der Art des Reitens und in der Art des Vorderens. Verstehst du? Ja. So, wieder vorne das richtige Pferd, spür den Rücken, spür auch den Rücken, spür den Körper. Nicht das Richtige machen, was wahrscheinlich das Richtige ist. Den Zufallstreifen zu haben, macht nicht so viel Sinn, oder? Das eine war einfach planlos rumgeritten. Muss man so sagen, wie es ist, ne? Und das war nicht alles schlecht, du reitest nicht deswegen schlecht, aber es war überhaupt nicht abgestimmt. Das war so, okay, wir machen jetzt einfach mal, das ist, würde ich mich hier hinstellen und sagen, so, Bügelwerk aussitzen, weil das ist sicher gut. Und du bist noch gar nicht bei der Sache und dann wärst du auf einmal falsch. Also dein eigenen körperlichen und mentalen Zustand ist Teil des Trainings. Und wenn ich doch merke, ich bin mir so spät dran, muss hektisch, das merke ich hier schon, wenn ich da in die Tür reinkomme. Ja, sieht man das ja schon, dass es zu spät ist. Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm, nur wenn du es selber weißt und wenn es jeder erkennt, dann kann ich das doch als Teil des Trainings auch akzeptieren und nicht so tun, als wäre es nicht so. Ich würde lieber so tun, als wäre es nicht so. Ja, aber das ist dir noch ganz selten wirklich genommen, ne? Keinmal! Oder so. Richtig sportlich, wie gut ist der Galoppsprung? Fühlt sich der Galoppsprung an, so dass das heißt, ja, daraus kann man. Da kannst du dich was Gutes entwickeln, du kannst dich sportlich entwickeln. Genau, wie schnell bin ich in meinem Körper? Ja, wie gut ist der Ab? Wie ist der Ablauf? Was ist das wirklich für vielleicht auch einen höheren Sprung ein interessanter Galopp? Nicht ist der Genuss und der Galopp. Gut, aber sehr gut. Und wieder. Behalte dein Körpergefühl, behalte deine Lockerheit, behalte deine Flexibilität. Und dann würde ich sagen, okay, letztens haben wir ein bisschen die Haare gemacht. Unterschied gespürt? Ja. Ja, sowas darf, das merkst du nicht, wenn du nicht im Jetzt bist. Ja, denk ich da drauf. Genau, selbst ich bleib kompakt und fein. Kompakt. Konzentriert bleiben, kompakt bleiben, repetitiv, sportlich sein. Jawohl. Setzen, gerade kompakt und perfekt wieder. So, wieder konzentrieren, wieder das Pferd spüren. Wirklich jetzt ehrlich jetzt beurteilen, wie ist der Körper, wie gut ist das? Habe ich meinen Körper ein bisschen verbessert und habe das Gefühl, und in der Balance, wie ist das Pferd in der Wendung? Wie fühlt er sich an? Gut, flexibel bleiben. Sehe ich besser. Also, es ist nur eine Frage der Konzentration und des Fokus. Da kann ich besser sein. Du kannst auch nicht viel besser sein, wenn es nicht mehr ist. Sehr gut. Super, genau richtig. Ganz spitze vom Reiten. Super. Aber es fühlt sich einfach besser. Da musst du dich selbst in den Preis treten. Das muss man so sagen, es ist. Da braucht man nicht schon weg. Da hast du eine Verantwortung gegenüber dir und deinem Pferd, dass du da drüber stehst. Raus. Ja? Super. Und was auch ganz wichtig ist, vom Gefühl, nicht sicher sein. Musst du sagen, dass sich jeder Sprung mega anfühlt, sondern was macht Sinn? Was macht Sinn? Ne? Und den Körper spüren, wenn der Sprung sich mal nicht super anfühlt, dann ist es nicht schlimm. Die Frage ist, welches Training macht Sinn, damit er an den richtigen Sachen arbeitet. Okay, bin ich elastisch genug? Das ist immer, was ich selber durchgehe. Bin ich elastisch genug? Bin ich federn? Was erkenne richtig, was nicht? Was setzt du richtig oder falsch um? Und dann bist du ganz schnell ans Ziel. Das sind eigentlich 10 Punkte.
der ist hinten vom Fußball. Ja? Der ist hinten super drauf. Ablenkung hier, Ablenkung da. Was Besseres kann ja in Trainingszwecken nicht passieren. Ja? Und nicht dann hingehen und dann bloß nicht. Ja? Jetzt kannst du an dir unfassbar arbeiten. Sag, okay, was ist los? Was geht? Was kriege ich hin? Kriege ich mich da wieder runtergefahren? Kann ich trotzdem, kann ich meinen Körper trotzdem spüren? Das sind so, so Dinge, die wahnsinnig wichtig plötzlich werden. Ne? Und was jetzt wichtig ist, ist tatsächlich, und das ist immer, sagt das ja immer, und das sagt ja auch jeder, man muss im Hier und Jetzt sein, man muss sich drauf einlassen, aber jetzt zeigt sich, ob man das üben kann. Wenn dann alles super ist, kriegt das jeder hin. Jetzt ist es ja spannend. Ja? Ja. Wer spürt, sagt das, wer ist sieben. Ja, aber. Ja, muss gehen, muss gehen, muss gehen. Perfekt, ihr seid gut. Jetzt schön Körper. Hört zu. Fertig springen, fertig springen. Ja. In der Luft groß bleiben, nicht an Boxer denken, ja? Nochmal. Super, da ist super. Jetzt Körperkontrolle und wirklich in der Luft gerade und nicht Boxer. Genau. Ja. So, perfekt. Vorlang, gerade. Okay, merkst du? Ja. Na, jetzt hast du auch deinen Körper.